Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Meat Boy. Wir sind stehen geblieben, nachdem wir Welt 2 abgeschlossen haben. Und... oh Gott, das Level... Hopp. Ja, das wird jetzt lustig. Hopp. Haben die ersten 5 Level der Factory angefangen. Und direkt das Level abgeschlossen. Da muss man sich... und darüber... man da an die Warp Zone. Ich kann versuchen. So. Und zack. Und noch einmal. Schade. An die Warp Zone kommt man leicht mit Charakteren wie Jill, Ogmo oder dem Kind dran. So wie es momentan aussieht. Gut, ich brauche mehr Schwung. Ah, ganz knapp. Damit ich darüber komme. Ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, wer hier der Boss ist. Warte. Ach, von ID. Das war. alle Entdeckung, er hat eine Idee. Hoch und da und da und da und so. Ich rutsch mir nochmal ab. Dank dir, Meat Boy. So, da rüber. Schade, ganz knapp. So, einmal da hoch. Wo ist bestimmt mit Meat Boy eigentlich? Es ist ja laut Team Meat ein Junge, dem die Haut einfach nur fehlt. Aber ist es... ich kann nicht glauben, dass es nur ein Junge ist. So. Okay, da kommt man in einem nicht rüber. Zumindest nicht mit Meat Boy. Das lässt mich jetzt spinnen. So, einmal da rüber und... das hat's gedacht. Nein, nein, nein. Psst. Nein. Nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, no, 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 no. Au. Hoch da, hoch da, hoch da, hoch da. Au. Ah, das wird spaßig. Tun ja Menschen leid, die auf die Wahnsinnsidee kommen, Super Meat Boy zu Speedrun. Los. Und wenn sie dann noch versuchen, 100%. So. Runter da! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, runter! Ja. Lass mich da lang und hier runter und da und au. Die haben aber auch ein fucking Aim. Pardon. Einen dämlichen. Einen super. So. Nein, 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 nein! Ich lebe noch! Still alive! Let's shout! Super Meat Boy! Super Meat Boy! Renn, kleines Fleischbällchen! Es ist wolkig. Wolkig mit Aussicht von Fleischbällchen! 2. What the f... komm, 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 komm! Oh Gott! So, es gibt hier einen kleinen Trick. Mit dem hat man unendlich Zeit. So. Und kommt zu dem an, das Bandage hier. Das wollte ich nur mal ganz kurz gezeigt haben. Das war klug. Ja, wollte ich nur mal gezeigt haben, weil das eine der trickigeren Bandages ist. Finde ich zumindest. Eine, wo man jetzt nicht direkt drauf... die Hitbox ist blöd berechnet. Wo man nicht direkt drauf kommt, wo es sein könnte. Zum
zumal mir Headcrab hier immer noch fehlt. So, und zack. Das war sauklug. Ne, an das Bandage komme ich nicht mehr, oder? Ne. Gut gemacht! Komm. Du bist exklusiv. Versuchen wir es einmal in Crate. Ey! So, und jetzt nochmal wiederholen, damit ich die Bandage hole. So, zack, zack. Das war so unfassbar klug. Nennt mich Master of Klugness. So. Das Bandage habe ich jetzt. Hihi. Nicht runterfallen. So, damit. Ah, oh Gott! Ich vergaß! Ah. Ich vergaß doppelt. Wir wollen uns links halten. Hier kann man sich übrigens, soweit ich weiß, nicht durch. Scheiße, wir müssen. Dammit, wir müssen doch erst rechte Seite. Und dann gleich einmal switchen. Und zwar jetzt! Oh Gott, das Level. Das wird keine Freude, sage ich euch. Okay, jeder, der mich gern leiden sieht, dem wird das total viel Fun machen. In der Dark World ist das Level sogar noch ein größeres Arschloch. Denn da musst du in und außen rum. Denn das Bandage Girl außen. Dann musst du zuerst innen rum um die Segen. So. Ah, nein. Ich hasse Level, in denen man warten muss. Hier gab es auch noch irgendwo einen Kniff. Weil ich komme für meinen Geschmack gerade zu gut durch die Level. So, da einmal lang. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich. Kacke, man muss das Ding hier aktivieren. Jetzt habe ich mich ganz dumm angestellt. Na komm, Meat Boy, go! Das war dumm. Denn hier ist man ein kleines bisschen unter Zeitdruck. Hier kommt diese Plattform, der muss man. Braucht man? Oh Gott, ich stelle mich gerade an wie der größte Vollbob. Als hätte ich das Level noch nie gesehen. Dabei hat Emi oder relativ schnell durchgezockt, wenn ich mich richtig dran. Richtig dran entsinne. Die Plattform braucht man im Endeffekt nur, um da an Bandage Girl ranzukommen, aber wenn man natürlich so rumloopt wie ich, kommt man nie. Das könnte knapp werden, Das war mein Tod. Gut, hier rüber. So, da runter, da lang. Ah, das war so knapp. Puh, das schied. Da runter, da runter, da runter. Da rüber. Komm in meine Arme, meine Angebetete. So. Oh, shit. Das Level ist ein Arsch. Ich hab's mir gerade zigtausendmal schwerer gemacht, als es eigentlich ist. Denn diese Dinger hier schießen auf dich. Und du hast nur das als Schutzmöglichkeit! Puh. Oh Gott, nein. In der Dark World ist das Level gelb und Emiro nannte es pissgelbes Level.
Ja, ich bin so ein leichter Emiro-Fanboy. Was dagegen? Ich mag ihn. Genau wie ich Herr DK mag. Der... Darf ich vorstellen? Dumm. Name. Ich hab's noch geschafft. Vielleicht mal 17 Sekunden. Ja, da bin ich verreckt. Obwohl ich mich so dämlich angestellt habe. Ehrlich. Wirklich.